Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2019 zusammen mit den Special Gästen Jan und Micha. Hallo, moin. Das hier ist die zweite Folge von der neuen Saison, zweiter Spieltag auch in der Bundesliga. Das DFB-Pokalspiel, das erste, haben wir auf jeden Fall jeder gut überstanden. Das Bundesligaspiel, einer hat gewonnen, einer hat unentschieden, einer verloren. Auf jeden Fall sehr gut, ihr könnt euch ausmalen, wer verloren hat. ja, schauen wir mal. Ne? Heute gibt es zwei Bundesligaspiele bei jedem, beim Jan eventuell noch Europa League. Nee, weiß ja also nicht. Euroleague-Auslosung gibt es bei mir in dieser Folge. Und ja. Das Spiel gibt es in der nächsten Folge. Das heißt, bei mir in der sicher nächsten Folge. Sicher in der nächsten? Ja, ganz okay. Sicher. ja. Drei Spiele in der nächsten Folge bei mir. Alles klar, das ist auf jeden Fall drei sehr, Euro sehr gut. Spiele. Wann habt ihr euer Spiel eigentlich? Am 30. Okay. Am 31. Oh ja, guck mal, der populäre Trainer Jan Janotopoulos kam im Juli 2018 zu Erdbeeren. Du bist gerade echt da. Ja, steht hier gerade bei mir. Ach, und ich habe 1,8er Quote gegen Darmstadt, die haben 4,0. Also ich bin hier der Favorit, auch wenn Darmstadt keinen einzigen Ausfall hat. Und ich ja mehrere. Aber jetzt müsste eigentlich direkt meine Auslosung jetzt noch kommen. Die ist eigentlich heute. Ja, genau! Wahrscheinlich! Ich muss nicht für die Spritze, oder? Ach, Lukasen hat sich verletzt. Oh. Ja, der darf sich nicht verletzen, der muss wie halt viel? Spritzen. Ja, ein bis drei Tage. Ach. Ja, aber es ist Freitag und morgen ist das Spiel. So, jetzt hier, ja, Auslosung, endlich. Habe ich gerade schon die ganze Zeit drauf gewartet. So, jetzt hier, ich mache alle Teams einmal gleichzeitig ziehen. Ich bin in Gruppe A. Wer ist das, Alter? Mit. Ja, das Team kommt aus Russland. Krasnodar. Er freut sich nicht drauf, das erste Krasnodar. Team. Krasnodar, ja, also ich. Nicht krasse Schnodder. ja, genau. Also, und Lazio, Lazio Rom Wer ist noch das? Dabei. Und aus England Bournemouth. ja, wow. Ja, das ist krass. Also das heißt, es ist sogar eine machbare so, Gruppe für mich. Aber es ist auch gar nicht so easy, finde ich, wollte ich gerade sagen. Der Kraschen da ist, also darf man nicht unterschätzen. Also auch Lazio, hallo? Ja, Lazio würde ich sagen, ist erster Platz, oder nicht? Lazio schon ist direkt. Schon schlecht. Ich finde Hertha. Also es gibt auf jeden Fall auch noch andere Gruppen. Ich habe hier immer so ein bisschen so... Echt? Gibt es auch noch andere? Ja, es gibt auch noch andere Gruppen. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr Bock habt. Und so, ich würde sagen, ich werde Erster und weiter geht's. Bin ich dabei. Wann habt ihr denn eure Spiele? 15:30. 15:30? 30. Leute, Fitness-Test, gleich geht's hier rund zum Spiel gegen Darmstadt. Ja, was ich vergessen habe zu sagen, Leute, rechts über meinem i könnt ihr natürlich für den anderen Kanälen vorbeischauen. Steig aus. Also unbedingt bei Micha und bei Jan vorbeischauen, beziehungsweise aus jeder Sicht, wo es halt guckt, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja. So, wir gehen in die Teamauswahl. Ja, ganz genau. Mike spielt parallel mit mir. Das wird krass. Also, Darmstadt hat ihr erstes Spiel verloren, sind Aufsteiger. Mein Team, ihr seht es hier. Ich will den anderen natürlich nicht verraten, wie ich antrete, ne? Ist klar. Obwohl wir unterstützen uns natürlich komplett in dieser Saison. Also, Mike war ja letzte Saison so ein bisschen, aber naja. Ja, du warst ja auch gegen uns beide. Ja, ja, nee, nicht immer, nur manchmal. Nee, ja. Erst wo wir auf dem Abstiegsplatz waren. Ja. Oh ja, ich bin euer. Oh, Alter, Alter, gar kein Problem. Da hast du also gemerkt, die können keine Gefahr werden. Ja, diese ja genau. Bobs genau. Und dann hast du uns einfach ja gekickt. So war das. Lukas und fit gespritzt, das wird geil, würde ich sagen. Ja. Auf geht's, Anstoß und jetzt hier weitere drei Punkte bitte. Letzte Saison, zweiter Spieltag, weiß ich noch, war unentschieden, weil Anstoß auch hier ich die ganzen Spiele quasi unentschieden gespielt habe. Ich bin gespannt, ich habe nämlich nichts verändert seit der letzten Folge, ich habe auch keine Ahnung, was ich verändern soll.
weil ich auch nicht trainiert habe oder so. Ich habe einfach riesige Chance. Auf gut Glück wieder. Das hätte schon das 1:0 Football Manager sein gestartet können. Und der wechseln wollte, holt sich erstmal eine gelbe Karte ab. Und wir drücken immer noch und Baku. Jetzt kommt Berlin, das muss endlich das Tor sein. Neue Mann, aber oh. Offensichtlich Mike und ich hier gerade die bessere Mannschaft. Bei mir ist ja, bald auf Halbzeit. Jeden Fall, 10 Alter. Zu 1 Schüsse habe ich. Gottschalk! Und wieder nicht drin. Oh Gott. Bei mir ist jetzt Halbzeit 12 zu 1 Schüsse. Bei mir ist aber 9. Minute. Was? Ja, weil ich jede Minute gerade aufs Tor schieße. Ohne Spaß, es geht gerade so ab. Mein spielt so stark bisher und jetzt kommt Freiburg das erste Mal. Wetten, die treffen instant. Oder wir kontern jetzt. Kramer! Oh, der nächste Schuss. Kontern wäre jetzt auch sexy. Ja, ja, immer komm, noch genau kein so. Tor gut, für Berlin. Aber natürlich auch nicht für Darmstadt. Aber Ecke. So. Und nächster Versuch. Nicht ins Tor getroffen. Immer wieder ist der Torwart da. Böses Foul. Das könnte eine gelb-rote Karte jetzt mit sich ziehen. Jawohl. Darmstadt, 75. Minute, nur noch zu 10. Ey, es hätte wirklich hier mindestens Wolfsburg, 1-0 Werder stehen 1-1, müssen. Augsburg, Hannover 0-1, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim 1-0 bis jetzt. Ja, wieder ein Ball abgefangen. Oh, das war schon. Komm, die sind nur noch zu 10. Oh, die nächste Chance. Kein Ey, Micha, Tor, wir das gibt es doch nicht. Genauso wie du es jetzt gesehen hast, fangen wir so viele Bälle ab, aber machen da nichts draus. Vielleicht jetzt. Oh, aber wieder nicht, Abbas. Ey, und so ging das in der ersten Halbzeit. Und das jede Minute gefühlt. Sieht man ja hier die weißen Balken deiner Berlin belagert den Strafraum. Und jetzt ist es Tor. Christoph Kramer aus der Distanz. Oh, Freiburg. Scheiße. Das ist unverdient. Hoch 20. Okay, gleichzeitig hier die Tore gefallen. Mit dem 19. Schuss ist endlich. Und da kann ich nicht sagen, woran es liegt. Wenn wir den Ball einfach nicht über die Linie bringen. Der Franz. Also erst mal ganz viele Wechsel bei mir. 2-0. Die letzten Minuten laufen. Der hat schon eine gelbe Karte. Der hat eigentlich schon runtergemusst. Das gibt es nicht. 90. Minute 1-1, Alter. Das ist doch so ein Kackspiel. Auf Wiedersehen. Das ist so ungerecht. 19 zu 4 Schüsse und die soll jetzt hier, das soll jetzt ein 1-1 sein. 4 Schüsse, nicht 19. Ja, das ist bei mir ähnlich, bloß dass die halt führen und nicht ein Unentschieden. Mike ist jetzt aber in... Boah, lässt er sich den Ball zu weit abnehmen. Jetzt kommt ein langer Ball und deine Abwehr ist wieder cool. Auf. Das wird jetzt die letzte Ecke im Spiel wahrscheinlich. Ja, wir spielen denen auch noch den Ball zu. Nein, was für ein Freistoß. Guara. Was war das? Mann, ey. Naja, da passiert nicht mehr viel. Also gewinnen werden wir das Ganze nicht mehr. Komm schon, Hertha. Wieso läuft da keiner? Und jetzt 1-1 unentschieden. Was ein Scheiß. Du warst schon vor einer halben Stunde in der Halbzeit. Ja. Jetzt oh, ist Mike Freiburg auch schon wieder am Ende. Wie, du nicht? Ja, er hat doch 18... Ich hab doch 18 Uhr. Ja, ich hab auch 18:30 Uhr. Er hat Sonntag. Jetzt. Ach, du hast Sonntag. Ja, Lappen. Oh, ich Sonntag. Alter. Sonntag krieg mal weiter hier. Ja, sorry. Ich dachte, wir spielen jetzt alle zu dritt und können so richtig 9 Punkte gleichzeitig holen. Das wäre krass, aber 6 Punkte sind auch cool. Leute, wir spielen gegen einen... Hä? Richtig optimistisch, ja. Warum habt ihr mich jetzt ausgeladen? Das habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber okay. Egal, auf jeden Fall, hier, ne, neuer Spieler, den lasse ich direkt spielen. Wir spielen gegen Hoffenheim. So wie wir gerade drauf sind, wird das nichts. Wobei ich sagen muss, dass ich gegen Hoffenheim halt immer relativ gut gespielt habe. Ich habe gegen die schon gewonnen, diese Saison. Wir haben alle gegen die gewonnen. Achso, diese Saison. Naja, diese Saison. Du hast ja noch nicht gespielt. Aber wie gesagt, eigentlich hoffe ich schon, weil die sind auch scheiße. Die haben auch beide Spiele verloren. Du hoffst gegen Hoffenheim.
aber die. Das Problem ist nur, dass meine Mannschaft scheiße drauf ist. Also keine Ahnung. Wir starten einfach rein. Hoffentlich treffen die dieses Mal das Tor und dann passt die Sache. Ich spiele echt nicht. Wir spielen echt nacheinander. Was ist das? Du spielst denn nicht? Nee, ich spiele nicht. Ich dachte wenigstens, dass wir spielen. Ja, dachte ich auch. Ja, nee. 3 Punkte sind aber auch gut. Das vorhin habe ich zwar nicht verstanden, weil ihr gelacht habt, aber ist mir egal. Jetzt lachen die mich wieder aus. So Leute, Berlin gegen Bayern. 4,0 habe ich als Quote, Bayern 1,8. Also sie sind schon im Vorteil, haben 2 Spiele gewonnen. Aber ihr letztes Spiel in der Bundesliga gegen Dortmund haben sie 3-0 verloren. Das heißt, ich will die jetzt weghauen. Kalou habe ich jetzt wieder reingenommen. So, also Salomon Kalou, ja, ein bisschen Spielpraxis fehlt, aber ich brauche einfach so einen erfahrenen, starken Spieler und lasse deswegen Mathieu Lecky nochmal raus, auch wenn er die letzten Spiele echt wirklich ziemlich stark gespielt hat und ich ihn eigentlich so ein bisschen doch noch mehr... Kannst du ja mich ja verkaufen. Nein, will ich nicht. Ich will ihn mehr einsetzen, weil er ziemlich gut gespielt hat. Sicher? Da bin ich mir sehr sicher. So, ich will nicht verraten, wie, wo, was bei Mike passiert ist. Der hat aber seine 2 Spiele schon. Also nach der Folge unbedingt auch in der Infokarte bei den beiden rübergehen und schauen, was da passiert ist. Nee. Nächste Folge dann bei mir gibt's dann natürlich auch Euroleague. Und jetzt erstmal hier in der nächsten Folge nicht nur Euroleague, sondern in der nächsten Folge spiele ich auch gegen Mainz. Ob das dann natürlich noch von... Mike trainiert wird die Mannschaft. Sorry übrigens, jetzt in diesem Spiel bin ich Bayern-Fan. Was? Da kommt der Bayern-Fan raus. Ja, nein. Eigentlich ja auch, aber. Hoffentlich spielst du auch Alter. Gegen Fürth, weil dann bin ich auch Fürth-Fan. Spaß. Alaba, erstmal gelbe Karte. Was? Das gibt's nicht. Den will ich. Den kaufe ich mir. Und ich habe jetzt, Mike aus dem Stadion ausgeschlossen, der kann nicht zugucken. Stadionverbot. Doch, ich bin noch da. Echt? Ja, ich kannte doch nur nicht hier, dass dann da nachsteht, dass Mike dabei war. Das konnte ich auch nicht. Ja, das finde ich aber auch kacke. Ja, aber dass ich dir zugucken kann, ja. Ja, die Spiele sind nicht gleichzeitig, aber ich kann nicht da zugucken. Ja, dein Spiel ist um 18 Uhr zu Ende. Willst du dich teleportieren? Ja. Also ich bitte dich, da kann man doch mal von Mainz nach Hertha nach Berlin. Nach Hertha. Was? Das muss das Tor sein. Einfach ganz ungefährlich, sag ich dir. Also bis jetzt, Berlin, die bessere Mannschaft, hätte eigentlich schon 2. Einfach 3 Chancen für Bayern, 1 Berlin. Oh, jetzt! Das war krass. Absolut krass, dieser Abstoß. Wieso ist das kein Tor? Weil der anscheinend Angst hatte vor Neuer. Oh. Jetzt! Och, das kann nicht sein! Ich hätte schon 10-0 oder so. dann hört man ihn immer reden, dass es so verdient wäre, dass er führt, und dabei ist es einfach nicht so. Ja, doch, wenn ich bei den anderen Spielen hatte ich auch viel mehr Chancen. Ja, auch. Aber jetzt hier bin ich auch gerade die bessere Mannschaft. Das Chancenplus ist nur nicht so herausstechend. Aber gerade bei der Chance, ich meine, da sind wir uns alle einig, dass es eigentlich ein Tor hätte sein müssen. Ja, das ja. Ja, das ja. Mhm. Siehst du, da sind wir uns alle einig. Und jetzt? Oh, Alter. Das gibt's doch nicht. Was geht denn hier jetzt ab? Jetzt kommen wieder die Einwurfscheine. Och, das gibt's nicht. Das ist voll die gute Taktik, ja. Ist das ein Kack, Alter. Jedes Mal nimmt er einfach so 20 Meter Anlauf. Ja. Ach, oh, Mann. Direkt, ey. Was hat Neuer eigentlich für einen Strafanzug da an? Und ist so, ja, super, genau. Und, Rodriguez, schon ein bisschen so von der Kondition angebissen, aber hier Zakaria auch. Und jetzt. Oh, das gibt es nicht! So gute Chancen. Hier hätte in dem Spiel ist ja immer noch kein Tor gefallen. Das gibt es doch nicht. 8:8 zwar auch Ballbesitzer ausgeglichen, also beide Mannschaften, also mehr, Berlin hätte schon mehr ein Tor verdient als bei München, aber beide hatten ihre Chancen, muss man ehrlich zugeben.
Ist ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide könnten erster Platz in der Bundesliga werden. Spaß. Leverkusen hat es ja schon geschafft. Das ist nicht schön. Sicher, ich sag Leverkusen wird's. Aber jetzt erstmal Halbzeit und. Ich sag Darmstadt. Ich sag Gladbach. Ja, das ist auch gut. Ich sag auch Gladbach. Ja, Gladbach ist bis jetzt ungeschlagen, ja. Also oh ja. Wow. Oh ja. Spannend. Oh ja. Aber guck mal hier, Gladbach hat auch gegen Bayern München gewonnen, also in der letzten Saison zwar, aber egal. Herr Gladbach hat gar nicht gegen Bayern gewonnen. Ah nee, Bremer. Ach Mann. Wäre mir nicht aufgefallen, hättest du es nicht gesagt. Ja. Musste halt irgendwie mich noch mehr in den Erdboden reinknallen. Geil. Oh, irgendwie ist das Spiel ein bisschen müde. Langweilig, ja. Was für müde, 10 zu 10 Schüsse. Ich sitze gerade eigentlich hier beim Handy, ne, und spiel gar nicht so ein Handyspiel. Ja, du hattest Spaß. Ein, zwei gute Chancen. Oh, Kalu, der muss drin sein. So, Alaba, hol die gelb-rote Karte ab. Ist so. Thiago, gelb-rot. Wir haben schon so viele gelbe Karten. 3 Stück, glaube ich, schon. Ich sehe übrigens auch kein Highlight. Ihr habt mich einfach verbannt vom Spiel. Ja, habe ich ja gesagt, so. Stadionverbot. Die lassen auch einfach mal so einen Lukas Klostermann draußen sitzen, ne? Wer ist das? Und Dembele. Ich kenne ihn wirklich nicht. Ey, das ist doch echt... Leipziger Topverteidiger. Oh nein! Oh, das zum gibt Glück. Es nicht! Das gibt es doch nicht. Das war der erste Aufpause drücken. Das wäre verdient gewesen. Was ist denn mit dir? Ja, natürlich wäre das verdient gewesen. Also ich bin ja Bayern-Fan, aber so wie die gerade hier spielen. Ja, also guck. Du vertrittst deinen Verein ja echt unglaublich, ist das unglaublich. Ja, also wenn es eine schlechte Mannschaft ist. Gladbach hat gar keine Chance. Nee, Gladbach gewinnt 4-1. Nee, guck dir mein Video an, da habe ich getippt. Nee, er weiß es schon. Ja, ist ja auch so, hä? Aus der Zukunft. Oh, also, jetzt komm dir? Schon. Och, Mann. Oh, jetzt Mittelstädte macht es auch. Wer ist da überhaupt im Tor, ey? Ich sag dir, wenn meine Tipps nicht aufgehen, dann... Kriegst du von mir, schenk dir komm den schon, Sieg Kramer, der hat immer ein Tor gemacht bis jetzt, als er gespielt hat. Ich schenk dir den Sieg in F1, wenn meine Tipps morgen nicht aufgehen. Ich bin einfach so krass, ich habe einfach jedes Spiel richtig getippt. Sag ich dir. Was ist das denn hier wieder schon für ein Pause-Bug? Ja. Oh. Ist egal. Gibt's nichts. Jetzt nicht. Ja, das Spiel verlassen. Den besten, den ich einwechseln kann, der wäre mein Torwart auf der Mittelfeldposition. Ja. Mach ich. So, nochmal ein Doppelwechsel gemacht. 16 zu 16 Schüssen, kein Tor gefallen. Ich habe 9 zu 3 Schüsse aufs Tor. Also, ich muss ja eigentlich gewinnen. Und wie Jan einfach keine gelben Karten sammelt. Jetzt macht Bayern das Tor. Das ist Jan echt gesagt erstaunlich. Dass sie morgen nicht Meister werden. Ja. Komm! Das ist aber echt erstaunlich, dass Jan einfach nie eine gelbe Karte kriegt. Also ich weiß nicht, ich weiß ja nicht mal, wie ich das schaffe, aber jetzt! Jetzt, der Angriff, jetzt kommt. Ja, genau. Oh, Boateng verschätzt sich? Nee, doch nicht. Neuer mit seinem Sträflingsanzug, das sieht echt krass aus. Mann! Oh, jetzt nochmal lang nach vorne. Nochmal lang so nach vorne. Ich hab so verdient zu gewinnen, finde ich. Gegen nein, Darmstadt hätte ich es ja auch. Her, ja. Gegen Darmstadt hätte ich es auch verdient zu gewinnen. Hab auch nicht gewonnen. Und jetzt hier gegen Bayern. Also eigentlich bin ich der Titelfavorit. Komm schon, jetzt. Ja, was ist das für ein Scheißpass? Müller! Alter, der Bug wieder! Ohne Spaß, du nutzt das war aus Versehen, das war aus. Komm, mach ihn doch! Oh, Eigentor wäre jetzt so funny, Alter. Ja, das war einfach geplant. Das war aus Versehen, sagt er. Ja, das war wirklich aus Versehen. Ja,
Ach, das gibt es doch nicht. So unverdient. Ja, sehe ich genauso wie der. Hertha hat Glück gehabt, dass sie hier sind. Was für ein Glück gehabt, Alter. Können Sie sich schon glücklich schätzen, die Berliner. Viel besser, zwei Spiele gehabt und ich hätte beide gewinnen müssen, beide nur unentschieden. So richtige Kacke. Ich war beides mal auch nicht schlecht, habe einfach beide verloren. Darfst du nicht reinschneiden. Weil dann ist doof. Dann ist doof. Ich bin übrigens nur Vierter mit gelben Karten. Wer ist denn Erster? Nullter. Der 18. Mit 0 Karten. Was, du hast auch 0? So, ihr seht ja, wer hier schon alles gespielt hat. 7. Gleich spielt noch Gladbach. Also Micha muss gleich noch am Sonntag sein Spiel machen. Der BC erkämpft unentschieden, so ein Schmarrn unentschieden. Ja, klar, musstest du dir das hart erkämpfen. Fuchs im Olympiastadion entdeckt, Alter. Ja. Da siehst du, also ich musste hart kämpfen, aber ich wurde für das Kämpfen nicht belohnt. Doch, mit einem Punkt. Nee, das war keine Belohnung. Aber sicher doch. Nee. So Leute, das war's dann von dieser heutigen Folge vom Football Manager. Auch wenn es für den einen oder anderen nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Aber kein Problem, es gibt noch genug Spiele. Wir sind erst in der Anfangsphase. Wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei, guckt die anderen Spiele euch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann heißt Micha gegen Jan oder auch Europa League. Bis dahin, haut rein. Micha. Ciao, ciao. Hey, ja, ciao. Bye, bye. Micha gegen Jan? Wieso Micha? Habe ich Micha gegen Jan gesagt? Ja, ja, Mike gegen Jan. Ciao.